Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Die Legende von Zelda. Twilight Princess. Twilight Princess habe ich schon übersetzt. Irgendwas mit Prinzessin. Okay. Zwielichtprinzessin vielleicht. Und ja, wir sind hier in diesen Waldtempel angekommen. So gesehen, Tempel der Zeit. Hier über auch das Amulett von Ocarina of Time noch drin, von diesem Tempel. Wir sind ja immerhin in der Kathedrale der Zeit in das Fenster gestiegen. Also nehme ich mal einen Tempel der Zeit. Auf jeden Fall cool gemacht. Wenn man jetzt mal unten links auf die Karte guckt, das sieht aus wie so ein Smiley. In der Mitte so eine riesen fette Nase, dann so zwei, na gut, fast drehende Augen oben. Und dann da unten halt das ein riesiger Mund. Keine Ahnung. Das ist cool. Oh, hier können wir nicht hoch. Von der anderen Seite kommen wir da auch nicht hoch, wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir wohl erstmal zuallererst hier entlang. Von Löher. Findest du nicht auch, dass mit diesen Statuen irgendetwas nicht in Ordnung ist? Bis jetzt waren immer auf beiden Seiten die gleichen Statuen, aber hier ist nur eine. Ich glaube, hier solltest du dich wirklich auf den Gespür verlassen. Auf mein Gespür? Genau. Hier muss ursprünglich noch eine gewesen sein. Irgendwo hier muss eine sein, die genauso aussieht wie die andere. Finden Sie. Na, dann suchen wir die mal. Achso, vorher komme ich hier gar nicht rein. Ah. Da muss ich doch jetzt echt erstmal wieder überlegen. So, da komme ich so einfach nicht hoch. Oh, bin ich blöd. Das Einfachste übersieht man immer. Ich will immer so kompliziert denken. Das ist schlimm. Oft hilft mir das kompliziert denken, aber gerade bei Zelda ist eigentlich nie wirklich kompliziert denken vonnöten. Trotzdem macht man das immer. Und dann übersieht man nämlich das Offensichtliche und ja, kommt dann nicht mehr weiter. So, ich brauche meine Items. Und meine Laterne. War ja zu erwarten, dass da sich eine Truhe zeigt, wenn sobald wir hier die zwei Fackeln anmachen. Was haben wir? Einen kleinen Schlüssel. Sehr schön. Den können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Und die Tante. Hey, warte mal. Genau hierher wollte ich. In diesen Ruinen verbirgt sich die alte Technik meines Volkes. Wir sind viel herumgeirrt auf unserer Suche, aber ich glaube, das hier liegt direkt vor unseren Augen. Und bald können wir endlich nach Hause zurückkehren. Komm schon, wir haben es fast geschafft. Hilf uns doch bitte bei der Suche. Okay, denn ihre Technologie. Schauen wir mal. Oh, spinnähnliche Gegner. Nehmen wir mal die größte Vase. Die hat wohl gereicht. Feinde. Ah ja, okay, ich sehe schon. Oh.
Den Move habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Hä? Voll daneben gesprungen bei dem einen, ey. Woo. Oh, scheiße, die Dinger. Aua. Aua. Die Dinger habe ich schon früher mal gehasst. Also auch bei Ocarina of Time meinte ich jetzt. Ich vergleiche irgendwie alles immer damit. Ich weiß auch nicht. Das Spiel hat es mir halt eben total angetan. Das war das erste Zelda-Spiel, was ich gespielt hatte und ich war total geflasht davon. Ich war zwar noch jung und klein und ich hatte dann Angst, wie sobald es in die Gräben reinging und bei den Untoten, die da immer so gemacht hatten. Das hat mich, bis sogar bis in meine Träume hat mich das verfolgt. Das war echt Hammer. Dennoch habe ich das Spiel geliebt. Ich habe es so gern gezockt. Eine Dungeon-Karte. So, wir brauchen zwei Statuen. Die haben wir hier. Fort damit. Hui. Ich meine, ich bin ja nur froh, dass es hier keinen 100 Skulltulas zu finden gibt. Dafür halt eben 60, ich glaube 60 von diesen Geistern. Von denen ich glaube ich noch nie alle hatte. Aber das will ich euch natürlich auch nicht antun, dass ich die jetzt noch alle suche in dem Spiel. Es ist ja kein Tomb Raider, wo man nur auf die Karte gucken muss, wo einem noch was fehlt. Und das sammelt man dann ein, um die 100% zu kriegen. Boah, diese Spinnen, die sehen so lecker aus, ey. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Spinne im Mund und kaut, beißt einmal auf das Hinterteil drauf. Was meint ihr, wie schön es aufplatzt? Na gut, so lecker ist es jetzt auch wieder nicht, nehme ich mal die Vorstellung. Okay, da mal ein. No problemo. Da haben wir Ghost. Kann der rauskommen? Nee. Oh, da haben wir noch ein paar Gegner. Okay, den kriegen wir da nicht raus, den Geist, ohne dass die Tür... Also, die Tür muss erstmal aufgehen, so. Dann kriegen wir den Geist raus. Und da haben wir schon wieder noch einen Gegner. Ach ja. Da brauchen wir einen Schlüssel, den haben wir nicht. Da geradeaus brauchen wir zwei Dinge. Huch, jetzt geht's hoch. Ich dachte eigentlich, ich wollte runter. Muss ich wohl in die andere Richtung drehen.
Doch, jetzt geht's. Okay. Ich würde mal sagen, das Ding brauche ich. Nee, ist keine Spinne mitgekommen. Und da ist die andere Statue. Alles klar. Die muss ich wohl beide da drauf stellen. Uno. So, da sind wir schon. Ach komm. Geht doch. So, hinter uns ist nichts mehr, dann können wir weiter. Und hier erwartet uns wohl ein Kampf. Zweimal von diesen Dingern. Ich hasse diese Dinger. Wieso hat er mich getroffen? Wieso trifft er mich ständig? Ich verstehe das nicht. Zeit für die Suppe. Die Suppe aus der Bergruine. Okay. Der nächste. So. Wunderbar, sogar noch eine Truhe dazu. Eine große Truhe. Mal gucken, was wir da drin haben. Da ist schon mal nichts. Hier war die. Bestimmt Kompass. Nee, ein kleiner Schlüssel. Okay, was haben wir hier oben? Vielleicht hier den Kompass. Stempel Hyljanisch L oder so. Hyljanisch. Okay, wir waren eigentlich anscheinend nur hier drin, um den Schlüssel zu holen. Für die Tür, stimmt, die uns ja da hinten verschlossen war. Der Tempel hier ist eigentlich an sich relativ simpel. Es gibt eigentlich immer nur einen Weg. Man ist nicht großartig am Gucken oder Suchen, wo man lang muss. Ah, wollte gerade sagen, du solltest eigentlich angehen. Cool, mir ist gerade aufgefallen, hier ist eine Tafel. Können wir die lesen? Nee. Wenn wir alle Stempel gesammelt hätten, dann könnten wir bestimmt das entziffern.
Einerseits wäre es ja auch echt interessant zu wissen, was da wohl draufsteht. Weil, soweit ich weiß, machen Spieleentwickler da gern ein paar Botschaften rein bei sowas. Die kaum jemand sich Mühe gibt zu übersetzen. So, eine Truhe. Eine große sogar. Hier ist der Kompass. Ich hab's doch gewusst. Okay. Sehr pfühlen. Weiter geht's. Bitte was? Meinst du etwa mich? Da haben wir einen Gegner. Wow! Geht auch! Das war schon ein etwas größerer Exalon oder so. Wie man es auch nennen mag. Genau, das habe ich gesucht. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit Fangstoß machen, deswegen habe ich immer schnell A gedrückt, aber irgendwie tat sich da nichts. Ich würde sagen, wir kommen sehr gut voran. Sehr gut und sehr schnell. Ich hoffe für euch nicht zu schnell. Wir haben eine Truhe drin. Und einen Haufen Spinnen. Na super. Oh. Die kommen nur zu ein, wenn man mit dem Rücken zu denen steht. Die sind echt hinterhältig, die Viecher. Haben wir von den kleinen Viechern alle her? Ja. Da haben wir es doch. Alle töten und dann kriegen wir
kriegen wir hier das Ding. Was haben wir da drin? Vielleicht ein Herzteil? Hm, 50 Rubine. Na gut, mit den 50 Rubinen kaufen wir uns jetzt das Ende dieses Teils. Wir sind bei 20 Minuten angekommen, das heißt, das war's bei The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U mit mir von Nerd Gameplays als Hobby. Ja, wir sind doch eigentlich ganz sehr gut weit vorgekommen hier in diesem Tempel und das relativ leicht und schnell. Was will man mehr? Na gut, ich kenne das Spiel ja auch schon. Aber ich wollte es unbedingt nochmal für euch aufnehmen, weil es einfach eins meiner Lieblingsteile ist von Zelda. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns auch nicht beim nächsten Teil wieder oder beim anderen Let's Play. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn und die üblichen 4 Sekunden.